Liebe Leute, ein Wahnsinn ist gerade passiert für den deutschen Rekordpokalsieger. Ja, ihr seht es oben eingeblendet, es war der DFB-Pokalabend heute, zweite Hauptrunde. Heute am 13. Januar wurde ja, nach über 20 Jahren wieder, sage ich mal, Geschichte geschrieben. Der FC Bayern verliert nach über 120 Minuten 11, 100 nach über 120 Minuten Spielzeit plus Elfmeterschießen gegen den Kieler SV oder auch anders gesagt Holstein Kiel, ihr seht's ja. 2:2 ging es in der regulären Zeit aus, dann kam ja noch die Verlängerung, aber da gab es kein Tor und dann kam das Elfmeterschießen, was dann eben 6:5 ausging für Kiel und die somit in der zweiten Runde beziehungsweise im Achtelfinale, so heißt es, im DFB-Pokal 2021 einziehen und dann gegen Darmstadt spielen, also ein Zweitligaduell. Ich hätte mich eher gefreut, wenn Bayern gegen Darmstadt gespielt hätte, aber gut, da kann man es jetzt auch nicht ändern. Es ging los, also ich habe erst relativ ein bisschen später eingeschaltet, so ab der 6. Minute, 7. Minute habe ich erst reingeschaltet, aber da habe ich bislang noch kein Tor verpasst. Das erste schoss Serge Gnabry in der 14. Minute, das 1:0. Hat man so gemeint, ein bisschen abseitsverdächtig. Da konnten die Bayern Glück haben, dass das Tor nicht zurückgenommen wurde. Dann kam Bartels in der 37. Minute und machte den Ausgleich zum 1:1 und dann ging es in die Pause. Dann kam die zweite Halbzeit und die begann auch relativ gut für Bayern. Durch ein Tor von Leroy Sané. Ich glaube, es war ein Freistoßtor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in der 47. Minute. Dann führte Bayern wieder 2:1. War schon relativ sicher am Siegen, muss man sagen. Es war so die 90. Minute, 3 Minuten Nachspielzeit gab es. Und da hätte Bayern eigentlich, da hätte man es eigentlich schon möglicherweise fast lange abpfeifen können. Aber dann gab es eine Verletzungsunterbrechung und dann wurde die Partie noch verlängert. Und was passiert dann? Kiel schoss noch den Ausgleich in der allerletzten Sekunde, kann man ja fast sagen, zum 2:2 und dann ging es in die Verlängerung. Zweimal 15 Minuten gab es da nochmal, dann gab es aber kein Tor mehr. Und dann ging es in Elfmeterschießen, was auch relativ Wahnsinn war, also das habe ich so auch noch nie gesehen. Normalerweise hat jedes Team immer 5 Elfmeter. Da guckt man immer, was für ein Ergebnis rauskommt. Und wie ging es nach 10 regulären Elfmeter aus? 5:5. Dann war Bayern dran. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer der 6. Schütze für Bayern war. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall hat der Torwart von Kiel auch heute echt eine sehr starke Leistung gezeigt, muss ich sagen. Hat den Elfmeter gehalten. Und dann kam der letzte Schütze von Kiel und Neuer sucht sich die falsche Ecke aus und somit führte Kiel 6:5 im Elfmeterschießen, insgesamt 8:7, wenn man beide Ergebnisse zusammenzählt. Und somit ist Kiel im Achtelfinale im Februar gegen Darmstadt 98. Was soll man dazu sagen? Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich habe geheult, mir sind fast die Tränen gekommen. Es tut mir leid, dass ich das so sage. Aber es ist so, das tut weh. In der zweiten Runde, letzte Saison, 2020. Das war ja perfekt. 5 Titel ja geholt. Die DFB-Pokal verteidigt. Bundesliga verteidigt. Champions League geholt nach langer Zeit. UEFA Supercup und den deutschen Supercup geholt. Auch relativ mit knappen Ergebnissen. Aber jetzt in letzter Zeit läuft es bei den Bayern nicht mehr so wie vor einigen Monaten. Noch im Sommer. Im Sommer waren die richtig perfekt. Von Februar bis September eine Siegesserie gehabt, beziehungsweise eine ungeschlagene Serie. Und jetzt stauchen die 3 Spiele bisher in diesem Jahr. Das erste Spiel gegen Mainz, 0:2 hinten gelegen, 5:2 gewonnen, ja immerhin. Dann gegen Gladbach, 2:0 geführt, 3:2 verloren. Naja, da kann man auch nichts mehr sagen. Und jetzt, eben das hier. Also wir halten fest, 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. Das ist nicht Bayern-like, ohne Scheiß. Das ist nicht Bayern-like.
Ja, dann will ich mal gucken, wie es gegen Freiburg läuft und ob die hoffentlich noch Tabellenführer bleiben. Auf alle Fälle, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich fand Kiel war recht stark. Bayern war da eher ein bisschen schwach, muss man sagen. Aber eure Meinung bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und dann hören wir uns beim Prognosenvideo am Freitag für den 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021 wieder. Bis dahin, tschüss und ciao.